Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Arztvortrag von Herrn Dr. Irlacher zum Thema Entsäuern, Entschlacken, Entgiften nach dem Servicehandbuch Mensch. Das Servicehandbuch Mensch, das haben wir beide zusammen vor einigen Jahren geschrieben, eine Zusammenfassung der modernen Kurmedizin. Und Herr Dr. Irlacher ist wirklich ein sehr moderner Kurmediziner. Sie wissen, hier in Bad Füssing sind, glaube ich, 36 Ärzte niedergelassen. Er sitzt in zahlreichen Gremien der Naturmedizin, auch außerhalb von Bad Füssing, und hat immer seine Nase irgendwo in der Medizin von morgen und ist auch wahrscheinlich einer der innovativsten Kurärzte, die es in Europa gibt. Sie werden einiges aus dem Inhalt unseres Servicehandbuchs und aus seinem weiten Tätigkeitsfeld heute hören. Wir haben auch noch ein weiteres Buch geschrieben. Das ist eine ganz besondere Sache, die der Herr Dr. Irlacher jetzt seit 8 Jahren praktiziert. Das ist das Thema basisches Aktivwasser. Das ist eine Methode, die aus Fernost kommt, genauer gesagt aus Japan und Korea, wo man das zum ersten Mal in großem Stil entwickelt hat. In Japan trinken zum Beispiel heutzutage 20% der Leute dieses basische Aktivwasser. Herr Dr. Irlacher setzt jetzt seit 8 Jahren in der Kurmedizin ein und wir haben darüber ein Buch geschrieben, das heißt Trink dich basisch, und einen Film gemacht, 1,5 Stunden Dokumentation. Wenn Sie sich für dieses Thema näher interessieren, darüber wird es heute auch gehen. Und hier zeige ich Ihnen noch die Praxis von Herrn Dr. Irlacher direkt am wunderschönen Kurpark, links Eingang von der Europatherme. Da können Sie ihn finden, wenn Sie Näheres von ihm wissen wollen. Aber zunächst mal erfahren Sie die Hintergründe von Entsäuern, Entschlacken und Entgiften. Vielen Dank. Danke. Ja, meine Damen und Herren, die Einführung haben Sie gehört. Es freut mich, dass Sie trotz des sehr schönen Wetters zu meinem heutigen Vortrag kommen. Ich denke, die Thematik ist auch interessant und für uns alle wichtig. Wie Sie gehört haben, bin ich Alternativmediziner, aber auch Schulmediziner. Und wir sehen eben die Schulmedizin heute als eine symptomatische Medizin an. Und die alternative Medizin als eine Medizin, die versucht, eben regulativ zu arbeiten. Wenn ich so in meiner Praxis stehe und die Patienten befrage, frage ich natürlich auch immer nach klinischen Symptomen und natürlich auch kommen dann gleich auf die Medikamente. Was mir da eigentlich so auffällt in den letzten Jahren, eine zunehmende Zahl an Medikamenten. Wir sehen also hier Beispiele, die man gar nicht selten findet. Schmerzmittel, Beta-Blocker, ACE-Hämmer, Lipidsenker, Abwehrmittel, Säureblocker etc. etc. Und eigentlich ist es so, wir finden in den letzten Jahren immer längere Listen von Medikamenten, die zum Teil schon 10 verschiedene Medikamente umfassen oder auch in Ausnahmefällen 20 Medikamente oder darüber. Wenn man dann diese Listen an Medikamenten durchgeht, dann findet man auch schon Mittel, die gegen die Nebenwirkungen von anderen Medikamenten gegeben werden. Und das ist halt eine Problematik, die wir auch im Bereich der Säureblocker heute sehen, die eben dann sozusagen einfach als Zusatzpille zu anderen Medikamenten, die gerne sauer machen und die eben Belastungen der Leber und so weiter verursachen, dazugelegt werden. Nun, wir müssen uns einig sein, dass wir natürlich ohne Medikamente in keinem Fall auskommen können. Das wäre nicht richtig, wenn ich jetzt sagen würde, werfen Sie einfach alle Ihre Medikamente in den Mülleimer hinein. Aber wir möchten eben versuchen, Probleme der modernen Gesellschaft, die eben mit Stoffwechselkrankheiten, Krankheiten des Bewegungsapparates und so weiter sehr häufig einhergehen, auch unter regulativen Gesichtspunkten zu therapieren. Und vielleicht können wir dann eben auf das eine oder andere Medikament verzichten. Oder wir brauchen halt geringere Dosierungen an Medikamenten, und das ist eigentlich das Ziel, dass man sich durch Methoden, die letztendlich auch mit Entsäuern, Entgiften und Entschlacken zu tun haben, stellt. Nun springen wir gleich mal in die Mitte der Dinge hinein. Mit welchen wichtigen Beschwerden kommt eigentlich der Kurgast nach Bad Füssing speziell? Sehen wir, haben wir mal 3 große Gruppen dargestellt. Das sind natürlich die immer mehr auftretenden Schwierigkeiten, natürlich durch das zunehmende Alter auch bedingt, des Bewegungsapparates mit Arthrosen und Bandscheibenleiden, Osteoporose und so weiter. Wir haben Stoffwechselstörungen, die Gicht mal ganz oben aufgeführt,
Zuckerkrankheit, Fettstoffwechselstörungen und natürlich auch letztendlich deren Spätfolgen, Durchblutungsstörungen, Arteriosklerose, Bluthochdruck, Hörstürze, Schaufensterkrankheit und so weiter. Also die Liste könnte man natürlich beliebig noch verlängern. Sie werden sich wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Punkt selbst entdecken. Also hier haben wir schon eine vielfältige Problematik und die Kurmedizin versucht eben solche chronischen Krankheiten besser von der Wurzel her zu erfassen, sozusagen ganzheitlich unter Betrachtung des gesamten Systems Mensch. Das ist die Aufgabenstellung, die ich mir persönlich als Kurmediziner stelle. Nun, die Übersäuerung ist da schon sehr bedeutungsvoll und ich möchte eigentlich sagen, die Auslöser der meisten Kurkrankheiten sind einfach mal, sagen wir, Probleme der Übersäuerung und ihre Folgen, die sich Gott sei Dank nicht von heute auf morgen einstellen, sondern in Jahren und Jahrzehnten. Und das gibt uns eben Gelegenheit, auch mit unseren Methoden am Kurort rechtzeitig dagegen etwas zu unternehmen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Nun, um einen Einstieg in die Thematik Übersäuerung zu finden, ich habe Ihnen heute einige Filme mitgebracht, zeige ich Ihnen erstmal den ersten Film. Das Leben auf unserem Planeten kann auf Dauer nur in einer Balance zwischen Säuren und Basen existieren. Auch in unserem Körper muss die Balance zwischen Säuren und Basen immer ausgeglichen werden. Darin besteht die Hauptaufgabe des Blutes, der Niere und des Darms. Denn der Säure-Basenausgleich funktioniert mit Hilfe von Flüssigkeiten im Körper. Doch je nach genetischer Veranlagung oder Lebensweise lässt die Fähigkeit zum Säure-Basenausgleich im Laufe des Alterungsprozesses nach. Eine steile Kurve nach unten zwischen dem 30. und 80. Lebensjahr. Und die spürbarste Folge des Alterns. Saures Blut kann nicht mehr genügend Sauerstoff transportieren. Eine überlastete Niere schafft nicht mehr alle harnpflichtigen Säuren zur Blase. Und ein übersäuertes Verdauungssystem entwickelt Gärungs- und Fäulnisgase, die eine gesunde Verdauung verhindern und Schlackenbildung fördern. Saures und sauerstoffarmes Milieu und zu geringer Blutfluss behindern die Tätigkeit aller Organe. Es kommt zu einer regelrechten Kaskade vom Übersäuerungssyndrom zur Übersäuerungskatastrophe. Ja, Katastrophen wollen wir keine, da haben wir schon genügend, deswegen müssen wir Acht geben. Nun, wir brauchen zunächst natürlich erstmal eine Testmethode, die mit hinreichender Genauigkeit eine chronische Übersäuerung repräsentiert und da haben wir in den letzten Jahren sehr erfolgreich mit unserem Speicheltest gearbeitet. Sie sehen also hier ein Lackmuspapierstreifen, hat je nach dem, welche pH-Werte, der Säurewert wird ja in pH-Werten gemessen, eine Farbveränderung. Und wenn die Leute eben an diesem Streifen, der ein bisschen bitter schmeckt, lutschen, dann verändert sich die Farbe. Und wir sind natürlich immer sehr, sehr glücklich, wenn wir eben Neutralwerte haben, die etwa bei 7 bis gut 7 leicht basisch liegen. Und Sie sehen, je weiter wir in den sauren Bereich hineinkommen, desto stärker werden die Farbstreifen dann nach Gelb hin verwandelt. Also das ist eine Sache, die gut funktioniert, aber wir müssen natürlich auch die klinischen Beschwerden, die Alarmsignale, wenn Sie so wollen, erfassen. Und da haben wir eben oft beginnend mit leichten Signalen, beispielsweise Sodbrennen, das dann eben mal ein oder zwei Tage auftreten kann, wenn man sich vielleicht nicht so ganz vernünftig ernährt oder zu viel getrunken hat. Wir haben dann Wadenkrämpfe, ein sehr, sehr häufiges Signal, das mir oft berichtet wird und bei dem dann meistens auch die Angabe folgt, ich schlucke ja schon seit Jahren Magnesium, weil ich ohne Magnesium meine Wadenkrämpfe gar nicht ertragen kann. Wir haben, wichtig für uns alle, die wir muskuläre Beschwerden haben, Muskelschmerzen. Das können Sie sich vorstellen, wenn jetzt jemand eine schiefe Wirbelsäule hat, wenn die Hüfte nicht mehr richtig arbeitet, also beispielsweise wenn wir eine rechtzeitige Hüftarthrose haben und die andere Seite noch mehr belastet werden muss, dann kommt es zu einem Ungleichgewicht in der Muskulatur. Der lokale Sauerstoffbedarf kann nicht mehr gedeckt werden und es resultiert eine lokale Übersäuerung. Und wie die tut und schmeckt, das wissen Sie alle, die tut scheußlich weh.
Und schließlich und endlich beschäftigen wir auch nicht nur in Bad Füssing ein Heer von Masseuren, die sich ja damit beschäftigen, diese Säuren sozusagen mechanisch wegzudrücken und zu verteilen und damit auch einen Erfolg in der lokalen Übersäuerung zu erreichen. Aber wir haben eben die Beobachtung gemacht, dass wir dann, wenn wir eine generelle Entsäuerung des Gewebes mit unseren Methoden zum Beispiel, die wir nachher noch darstellen werden, erzeugen, dass wir dann eben schnellere Erfolge erzielen können, die Schmerzen schneller verfliegen und die Effekte einer Massage oder einer Badetherapie, wie Sie die hier in Bad Füssing in ausgezeichneter Art und Weise durchführen können, sich dann länger anhaltend stabilisieren. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die mir, seitdem wir eben mit unserer Technik des basischen Wassers, auf die wir dann noch zu sprechen kommen werden, arbeiten, sehr schnell und eingehend aufgefallen ist. Nun, die Stoffwechselkrankheiten sind natürlich auch sehr stark zunehmend, hängt sicherlich auch mit der modernen Lebensweise, Stichworte höherer Fleischkonsum, höherer Konsum von Alkohol und auch bestimmten Medikamenten zusammen, auf die ich dann nochmals eingehen werde. Wir haben die Osteoporose, eine Übersäuerungskrankheit, wir haben schließlich und endlich, wenn auch die Säuren nicht nur die lymphatischen Flüssigkeiten, die Gewebe und so weiter befallen und eben auch dann in das Blut einfallen, Thrombosen, also das sehen Sie dann häufig mit, auch bei jüngeren Leuten ist das auffallend, plötzlich entstehen Venenentzündungen oder auch stressbedingte Hörstürze und natürlich schließlich und endlich die Übersäuerungskatastrophen, die wir gar nicht haben wollen, also trotz aller zunehmenden modernen Medizin noch nicht ausreichend beherrschbar und trotz aller Medikamente nicht verringert, auftreten den Herzinfarkt und natürlich auch den Schlaganfall. Sie sehen also, wir beginnen oft ganz harmlos, aber dann, und wenn wir eben nicht aufgepasst haben, dann trifft uns eben der Schlag. Nun, es wird über Säuren natürlich sehr viel geschrieben und auch gesprochen. Und die Modelle, die sind sehr, sehr vielfältig. Ich möchte Ihnen einfach mal zeigen, wie man sich einfach ein Modell einer Übersäuerung und ihre Folgen ganz einfach vorstellen kann. Also stellen Sie sich einfach mal den Urozean Blut vor, der einen sehr engen pH-Wert von nur 7,35 bis 7,45 hat, also eine Stelle hinter dem Komma, während der Magen-Darm-Trakt beispielsweise eben fast 7 Stellen vor dem Komma hat, Magensäure 1,5, Dickdarm haben wir oft pH-Wertverhältnisse von bis zu 8,0, also das ist schon eine sehr große Streuung. Also hier haben wir einen Bereich, der sehr eng kontrolliert werden muss, wenn man eben sehr viel ungesund isst, Süßigkeiten, Fleisch und Flüssigkeiten in sich hineinschüttet, wie Cola, Kaffee, Limonaden, die ja in großen Mengen Säuren in den Körper hineintransportieren, dann brauchen wir Puffersysteme. Und diese basischen Puffersysteme habe ich Ihnen hier mal aufgeführt. Da haben wir also praktisch mal, wenn wir links unten anfangen, das Energie- und Nervenmineral Kalium. Also wenn wir das dann eben hineinpuffern in das Blut sozusagen, also missbrauchen im Gewebe, wo es eigentlich gebraucht wird, dann haben wir meistens Müdigkeitssyndrome, Herzrhythmusstörungen, Darmträgheit und so weiter. Also das sind dann schon sehr eindrucksvolle Dinge, die man bei den Leuten beobachten kann. Und wenn sie eben dann Muskulatur mit Magnesium nicht beschicken, sondern ihm das Magnesium rauben, dann haben wir eben Wadenkrämpfe. Also das tritt dann natürlich besonders dann auf, wenn man eben tagsüber mal viel Sport gemacht hat. Also ich habe gestern auch wieder mehrere Stunden Tischtennis gespielt, habe vielleicht einen leichten Muskelkater, wenn wir einen schweren Wettkampf gehabt haben, aber ich habe keine Wadenkrämpfe gehabt, weil ich auch gestern natürlich basisches Wasser getrunken habe, auf das wir dann gleich noch eingehen werden. Und wenn Sie dann eben immer mehr übersäuern, dann wird eben Kalzium, das vielleicht eben im Blut zu einer Menge von 10 Gramm vorkommt, im Skelett zu einer Menge von 1 bis 1,5 Kilogramm, auch missbraucht und dann entwickelt sich eben eine Osteoporose.